Was ist ein Goethe-Barometer? Beobachtung: Bei schlechtem Wetter steigt die Flüssigkeit den Schnabel hoch. Bei gutem Wetter sinkt sie und steigt im Verhältnis. Prinzip: Das Barometer hängt vom Luftdruck ab, also sinkt der äußere Luftdruck. Bei schlechtem Wetter überwiegt er im Barometer und die Flüssigkeit im Schnabel steigt. Wenn aber der äußere Luftdruck bei schönem Wetter steigt, so sinkt die Flüssigkeit im Schnabel, da der Druck außerhalb höher als im Glas ist. Geschichtlich: Das Goethe-Barometer ist wohl das älteste Barometer der Welt. Es wird behauptet, dass die Mauren, die sehr tüchtige Wissenschaftler hatten, bei ihrem Einzug um 700 in Spanien solche Barometer mit sich führten. In den Niederlanden wurden Wettergläser seit Beginn des 17. Jahrhunderts durch einen Herrn G. de Donckere angefertigt, nachdem sie Donnerglas genannt wurden. Das Goethe-Barometer ist eines der ältesten Barometer der Welt. Mit diesen auch Wetterglas genannten wurde in früheren Zeiten der Luftdruck gemessen, sondern auch Seefahrer konnten einen Wetterwechsel frühzeitig feststellen. Anleitung zum Selberbauen: Man braucht nur eine Glasflasche, einen gut sitzenden Korken mit 8 mm Bohrung und einen flexiblen und durchsichtigen PVC-Schlauch. Die Flasche wird zur Hälfte mit Wasser gefüllt und mit dem Korken verschlossen. Den Schlauch führt man an der umgedrehten Flasche selbst wieder hoch und befestigt ihn mit einem Stück Klebeband. Plus